In der letzten Runde der Gruppenspiele geht es um die Entscheidung. Wer nimmt an der Finalrunde in Genf teil und wer spielt dort im Halbfinale gegen wen? Und nicht zuletzt auch, wer wird Gruppenletzter und muss in die Nationalliga B absteigen? Bei den Herren trifft Riedwoller auf Schöne Woviv. Die beiden Clubs sind vor dieser Runde auf Platz 2 und 3 klassiert. Bleibt das so, treffen sie auch im Halbfinale am Samstag, 11. August 2012, in Schöne Woviv wieder aufeinander. Für Rainer Schüttler, ehemalige Nummer 5 der Welt, spielt das keine Rolle. Ja, bis jetzt ist es durchwachsen. Also es hat sehr holprig angefangen. Wir haben die ersten beiden Spiele verloren. Jetzt zum Glück haben wir uns wieder zurückgekämpft. Mittlerweile sieht es ganz gut aus. Also ich hoffe, dass wir die Endrunde schaffen. Ah, das ist eigentlich ziemlich egal. Ich glaube, alle vier Mannschaften, die da spielen, sind für eine Überraschung gut. Und insofern, wir haben dreimal gewonnen, letztes Jahr im Halbfinale verloren und gehen natürlich hin, um zu gewinnen. Arnaud Clément, 34 ans. A récemment été nommé comme capitaine de l'équipe française de Coupe Davis. Dans sa carrière, il a disputé 18 parties pour l'équipe française de Coupe Davis et il est pointé actuellement le 162e rang mondial. Domicilié à Genève, le français a toujours très bien volontiers joué pour Genève au Vive. Oui, c'est deux choses complètement indépendantes. Et non, je joue juste pour Genève, pour les Eaux Vives, parce que voilà, j'ai commencé à jouer avec eux l'année dernière. Il y avait une super ambiance. Et c'est vrai que j'ai arrêté ma carrière il y a quelques semaines. Mais voilà, je me sentais vraiment engagé vis-à-vis d'eux. Et puis voilà, moi j'habite aussi à Genève depuis 12 ans maintenant. Donc voilà, ça me faisait plaisir de les retrouver. Bon, hélas, je suis pas super compétitif cette année, mais en tout cas, je fais ce que je peux. Et en tout cas, l'ambiance est très bonne dans notre équipe et ça me fait plaisir d'être là. Über LiveScore wird immer wieder nachgeschaut, wie es bei den anderen Partien steht. Die Anspannung ist spürbar. Während für die besten vier Damen- und Herrenteams die Saison mit der Finalrunde weitergeht, endet für Luzern, Lido und Locarno das Abenteuer Nationalliga mit der fünften Runde. Im nächsten Jahr müssen sie Seeblick Zürich und Stade Lausanne ihren Platz überlassen. In einer spannenden Finalissima schlägt Grasshopper Zürich Solothurn, Luzern Lido hält jedoch zu wenig Punkte. Wer holt den Pokal der 101. Interclub-Meisterschaften? Die Antwort darauf erhalten Sie am kommenden Samstag und Sonntag an der Finalrunde im Parc des Eaux Vives in Genf. Soyez de la partie samedi prochain à Genève.